Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu unseren 14 Tagen Home Fitness für Fortgeschrittene. Ich hoffe, dir geht's gut nach dem gestrigen Power Workout. Heute werden wir mit 1000 Kalorien starten. Genau, wir werden heute so richtig Energie verbrauchen, Fette verbrennen. Wir werden uns ungefähr 45 Minuten lang wirklich bewegen, das heißt große Muskelgruppen trainieren, aber in Bewegung unser Herz-Kreislauf-System fordern, wenn wir uns bewegen. Also bitte nie ganz stehen bleiben, sondern immer so ein bisschen weiter gehen, auch wenn du Pausen machst zwischendurch. Und dann werden wir noch ein bisschen auf den Boden gehen und unseren ganzen Körper stabilisieren. Also auch Bauch und Rücken, Schultern, Arme trainieren, um eben alle Muskeln zu integrieren, um möglichst viel Energie zu verbrauchen. Mach mit, wie es für dich okay ist. Ich habe mir ein Glas Wasser hergestellt, wenn ich zwischendurch mal Durst habe. Vorher unbedingt schon ein Glas trinken, nachher ein Glas. Und zwischendurch natürlich gerne, also nach ca. 45 Minuten werden wir auch ein kleines Päuschen einlegen. Richte dich auf, heb dein Brustbein, zieh deinen Bauchnabel sanft nach innen und atme zuerst ganz tief ein. Beide Arme nach oben und nochmal ausatmen, locker. Nochmal einatmen nach oben und ausatmen, locker. Tief ein und aus. Zweimal noch. Letztes Mal und jetzt streckst du dich ganz lang, räkel dich einmal, spürst vielleicht den einen oder anderen Muskel nach gestern. Das darf auch sein. Und locker dann deine Arme, schüttel dich aus, locker ruhig deinen ganzen Körper einmal und beginne zu marschieren. Also Pausen sind erlaubt zwischendurch, wenn du eine Pause einlegen möchtest, dann mach das. Aber so wie ich jetzt einfach weitergehen. Jetzt, wenn wir gehen, nimm gleich die Arme mit, als würdest du walken. Das heißt, du machst vorne so ein Fenster und hinten auch ein Fenster. Also ganz bewusst mitnehmen deine Arme, richtig schön mitschwingen. Aktivier die Körpermitte und heb dein Brustbein. Natürlich aufrecht bleiben. Nimm deine Knie nach außen, Fußspitzen nach außen, Hüftgelenke etwas mobilisieren. Und noch einmal wieder nach vorne. Nach außen. Nach vorne. Nach außen. Gleich nochmal. Nach vorne. Außen und da bleibst du jetzt. Geh ein bisschen weiter raus mit deinen Knien. Knie nach außen. Und nach oben ziehen. Dann verlage einmal dein Körpergewicht nach rechts und nach links. Lass die Arme locker neben dem Körper. Tief und hoch. Und kreis deine Schultern im Wechsel nach hinten. Links und rechts. Darfst schön tief gehen. Werde etwas größer, deine Ellbogen zurück. Noch einmal die Schultern, vier Stück, Ellbogen, Schultern, Ellbogen und lass deine Schultern dann ganz locker fallen, Arme schwingen, lass sie auch wirklich locker, dreh dich ein Stück weiter. Und nur deinen rechten Arm zur Seite. Und
Und dann mal gleich wechseln. Anderen Arm hin und her. Und noch einmal wechseln. Jetzt kommt der rechte Arm nach oben und hier lässt du locker. Schau mal, ranziehen, hochtippen. Ganz locker lassen hier. Und wechseln, anderen Arm hoch und locker. Ziehen und gleich rantippen. Immer noch. Und wieder locker lassen, die Arme mitnehmen. Und jetzt ziehst du sie einmal rechts und links nach oben im rechten Winkel. Hol schon mal dein Knie hoch. Wenn du nach rechts gehst, dein linkes. Und versuch die Bewegung jetzt mehr aus der Mitte zu machen. Das heißt, rechts, links, ein bisschen abspringen, landen. Muss nicht gesprungen sein, du kannst auch gehen. Das Ganze dreimal. Einmal, zweimal kurz halten. Und einmal, zweimal kurz halten. Einmal, zweimal halten. Einmal, zweimal halten. Einen kurzen Moment die Balance finden. Noch einmal. Und jetzt nur hinher, hinher, immer wieder. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, side to side, locker, super. So ein bisschen auslockern die Beine, nach außen. Und dann tippst du außen auf und tippst jetzt ein Stück nach hinten. Also hinter dich, bleib fest in der Mitte. Und mach das Ganze langsamer. Das heißt, du gehst zurück und löst. Zurück. Schau mal, wenn du hinten bist, bist du hüftschmal geöffnet. Rück. Aufrecht. Und jetzt gehst du langsam tiefer und zwar mit dem hinteren Knie Richtung Boden. Komm wieder hoch. Arme nach vorne. Schau nochmal, mach mal weiter. Dass dein vorderes Knie über der Ferse ist, dein hinteres Knie Richtung Boden. Immer weiter. Dein Po schiebt dich nach oben, tief und hoch. Und natürlich in Bewegung bleiben. Muskeln dürfen brennen. Darf wackeln.
Und dann bleibst du mit dem linken Bein hinten. Drei Stück. Drei, zwei, komm hoch, wechseln. Drei, zwei, komm hoch, wechseln. Eins, zwei, drei, hoch. Eins, zwei, drei, hoch. Bis die Oberschenkel warm werden. Wenn du möchtest, kannst du jetzt zusätzlich dich auf zwei zum vorderen Bein drehen. Eins, zwei und Mitte. Eins, zwei. Immer wieder auf dein vorderes Knie achten. Vier noch, okay? Vier. Noch. Drei. Noch. Zwei. Letztes Mal. Und zur Mitte kommen. Auslockern. Beine lösen. Füße abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz, ganz locker. Lass die Arme einfach mitgehen. Kannst auch nur unten bleiben. Geht auch. Richte dich auf. Und nimm deine Arme jetzt mal zur Seite. So richtig anspannen. Schultern tief. Und du machst relativ große Kreise nach vorne. Also ab. Genau. Nacken ist lang für noch schönere Schultern. Richtungswechsel nach hinten. Geht noch. Und nochmal nach vorne, etwas schneller. Kleine, ganz kleine, schnelle. Nach hinten. Fest. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und lockere Arme. Super, das ist wirklich locker. Und tippe gleich mal vorne auf. Und zwar so ein bisschen dynamischer. Rechts, links. Mal leise abfedern hinten, ganz leise aufkommen. Und atmen. Noch acht, sieben, sechs, fünf, 4, 3 und dann tippst du vorne. Locker. So ein bisschen den Puls wieder runterlassen und du tippst nach außen, rechts und links. Genau, aus der Mitte. Geht's gut? Wenn es mal zu viel ist, wirklich zwischendurch weitergehen. Aber ein bisschen weiter bewegen. Schultern sind hinten.
Nächste Runde Kräftigung. Gut, dann bleibst du nämlich jetzt mal und machst die Bewegung langsamer. Seite, tief. Seite und tief. Darfst du den Po weiter nach unten setzen. Hoch und tief. Mach nur weiter. Wenn du tippst, Handflächen zu mir und tief Oberschenkel in die Waagrechte. Wenn du tippst, wirklich dein Brustbein zu mir nach vorne schieben. Stolz und aufrecht. Nochmal. Und wackelt, lässt du die Füße gern auch ein bisschen weiter geöffnet. Drei unten. Eins, zwei, komm hoch, schieb an. Eins, zwei, drei, schieb an. Geht auch so. Eins, zwei, drei. Wie es dir angenehmer ist. Nochmal. Tiefer. Letzten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Jetzt wird's. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib unten. Halte. Und komm hoch. Locker aus. Geh am Platz, wirklich weiter atmen, Beine abrollen, Arme gleich wieder mitnehmen. Und wieder weiter in Bewegung sein, natürlich. Wenn wir große Muskelgruppen trainieren, dann haben wir auch eine vermehrte Nachbrennung, also Nachverbrennung. Nach der Stunde zu merken, ist dein Stoffwechsel auf Hochtouren aktiviert. Verbrennt noch 2 bis 3 Stunden weiter mehr Energie. Jetzt hol deine Knie mal hoch, rechts und links. Nimm deinen Ellbogen Richtung Knie. Komm ein bisschen größer, auseinander, große Bewegung, hier auch die Hüfte mobilisieren, und dann holst du deine ohne Arme mal die Knie nach hinten. Genau, und die Arme so locker mitschwingen. Tief und hoch. Ferse hinten hoch. Jetzt mal doppelt rechts, 2 Stück und links. Und rechts. Perfekt. Nochmal Single, Single und einzeln.
einzeln doppelt. Und einzeln doppelt. Einzeln doppelt. Gut. Einzeln doppelt. Und vielleicht, mach nur weiter, kannst du doppelt in der Luft bleiben. Doppelt. 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 Klappt. Da ist eine stabile Mitte, wird's wichtig. Single, single, double. Wow. Ups, single, single, double. Letzten vier noch. Vier, double. Drei, double. Zwei, letztes Mal. Single, single bleiben und das Ganze wird langsamer. Also tief, hoch und versuche in der großen Grätsche zu sein, Bein nach hinten hoch, tief, hoch. Die Knie zeigen in Richtung Fußspitzen, der Rücken ist gerade, Beinkraft. Und natürlich wieder in Bewegung bleiben. Eins. Atmen. Wieder drei unten. Eins, zwei, drei. Hoch. Eins, zwei, drei. Hoch. Gut. Hoch. Geht noch. Letzten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib dann oben. Stopp. Bleib hier. Setz deine Fußspitze ab. Rechten Arm nach oben. Brustbein heben. Knie Richtung Fußspitze. Und Knie Richtung Ellbogen. Taille. Spannung. Noch vier Stück und wirklich den Ellbogen zum Knie. Drei, zwei und wechseln. Andere Seite hoch und Knie. Ups. Wirklich mit neigen. Genau. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf.
4, 3, 2 und marschieren. Kurz mal langstrecken, dich rechts und links lang ziehen, den Bauch dehnen und auslockern. Und wieder weitergehen, in Bewegung bleiben. Ganz locker, von der Fußspitze auf die Ferse. Wenn du möchtest, trinkst du gern zwischendurch was. Rechter Winkel die Arme. Und dann gehen die Fußspitzen noch mehr nach außen. Und du gehst mit dem rechten Fuß nach außen, nach innen, nach außen, nach innen. Einfach hin und her. Wechseln, andere Seite. Einmal wechseln mit rechts. 8 Stück, 7, 6, 5, Arme. Und wechseln mit links. 8, 7, 6. Und wechseln mit rechts. Da bleibst du jetzt. Bleib außen. Bleibe hier. Geh nochmal und verlager jetzt mal rechts, links. Einfach nur abrollen. Körpergewicht verlagern. Deine Arme, die wollen schon von ganz alleine. Weil jetzt werde ein bisschen langsamer. Jetzt bockst du, bockst du, bockst du nach rechts. Links. Und zwar drehst du immer nur das Bein ein und kommst kraftvoll aus der Mitte diagonal zur Seite. Bisschen Rumpfkraft. Klappt. Dann bleibst du nämlich jetzt mit links und versuchst nur zu boxen hinher. Wechseln und hopp. Noch 4, 3, 2, wechseln. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wechseln. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gib Gas, wechseln. Und 8, 7, 6, 5, 4, wie viel? Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wechseln. Einmal. Und 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und hier bleiben. Hin und her. Jetzt gleich richtig warm. Füße enger und die Füße
abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Arme gehen mit. Und nochmal gehen am Platz. Und natürlich wieder die Arme richtig bewusst im rechten Winkel mitnehmen. Und jetzt versuch deine Knie ruhig etwas höher zu ziehen. Also mal hoch, so dass der Puls etwas nach oben geht. Immer noch. So, jetzt nochmal Endspurt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kleiner werden. Ein Schritt nach rechts und links. Kurz so ein bisschen lösen, auslockern. Sehr schön. Eine Runde haben wir noch. Im Stehen meine ich. Geht noch? Ja, oder? Wenn nicht, wirklich zwischendurch auslockern, Päuschen einlegen. Ganz locker den Schritt. Zwei Schritte nach rechts. Einmal, zweimal, einmal, zweimal. Genau. Und du machst genauso weiter. Schau mal, ich ziehe nur auf der Seite ein Bein hoch. Und wenn du möchtest, bleibst du genau bei der Bewegung. Hoch, eins, zwei, hoch. Kann immer so weitergehen, wenn du willst. Eins, zwei, drei, hoch. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Oder zwei Schritte. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Noch 8, 7, 6, 5, 4. Und nochmal zwei Schritte. Komisch, gell? Einen Schritt. Hier bleiben. Jetzt komm gleich mal mit deinem rechten Fuß in die Ecke. Ich mache spiegelverkehrt. Genau. Und jetzt versuchst du dann vorne zu bleiben. Nur dein linkes Knie zieht hoch. Und das darfst du ein bisschen schneller. Ruhiges rechtes Bein. Vielleicht noch mal tiefer mit dem Knie. Und die letzten 10 darfst du vielleicht noch mal in der Luft. 9, 8, wenn du willst. 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen Schritt. Oh.
locker. Kannst schon mal wieder links in die Ecke holen und dein Knie ranziehen. Bist du bereit? Bleib vorne und tippe. Ganz ruhig und tief. Gerade Rücken. Und wenn du willst, versuchst du die letzten 10 in der Luft. Und lockern, entspannen. Geh weiter, ganz locker von der Fußspitze auf die Ferse. Wir haben ganz viel Gesäß, ganz viel Oberschenkel trainiert. Ich hoffe, du spürst es. Geh noch mal weiter, den Puls noch ein Stück oben halten. Eine Runde noch, die Füße abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse. Jawohl. Jetzt nimmst du deine Arme mal zur Seite, spreizst sie so richtig und öffnest. Und ziehst sie ganz weit nach hinten. Ellbogen hinten zusammen. Lang ran. Lang ran. Genau. Und hinten bleiben jetzt. Kleine. Hab, hab. Den oberen Rücken spüren. Schulterblätter küssen sich da hinten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, 2, Arme nochmal zur Seite, zur Faustbahn, nach vorne und ganz kleine Boxbewegung nach vorne. Schultern tief, kein Kinnhaken. Ne? Tempo. Immer noch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und marschieren, locker lassen, beim Auslockern und die Ferse, die tippt nach vorne. Ist dir warm? Sehr gut. Lass die Schultern mal ganz locker nach hinten, Brust raus, ganz bewusst zurückziehen. Lass deine Schultern hinten und nur die Unterarme beugen, strecken. Check. Immer noch Ferse.
Versuch mal kraftvoll deine Unterarme zu bewegen, der Bizeps. Doppelt mit rechts, zweimal. Zweimal links. Gut. Rechts, zwei. Links, zwei. Rechts, zwei. Nochmal hin und her. Und jetzt nochmal Single, Single. Einzeln, einzeln, einzeln. Und die Fußspitze tippt. Fußspitze ab. Lange Arme vor. Nimm mal die Handflächen zurück zur Decke. Und dann nimmst du die Arme zur Seite. Öffne dein Brustbein. Und tipp nach außen. Halte deine Arme da außen. Stopp. Und mach einfach einen Schritt nach rechts und links. Ab. Links. Schau mal. Ein Schritt und deine Schultern drehen mit. Hin. Her. Kleiner werden mit den Schultern. Nur nach vorne. Eindrehen. Ganz ohne Schultern. Schritt. Und dann verlagerst du nochmal von rechts nach links. Fleißig. Erste Runde fast geschafft. Verlager mal wirklich dein Körpergewicht. Du könntest, wenn du wolltest, jetzt auch Pause machen und den zweiten Teil dann etwas später noch weitermachen oder hängst natürlich jetzt dann gleich noch mit mir den zweiten Teil dran. Bleib in der Mitte, verlager. Dreh deine Schulter nach innen. Jetzt bleibst du hier. Rücken gerade, Rücken rund. Rücken gerade, Rücken rund. Nochmal ganz gerade, rund. Ganz gerade bleiben. Dann richte dich auf, lass die Schultern los, atme nochmal ein, atme aus, atme ein, atme aus, noch einmal ganz tief ein, streck dich, zieh dich lang. Während du dich so streckst und räkelst, kannst du ja schon mal zu deinem Getränk gehen, wenn du möchtest, oder so ein bisschen auslockern, dich ausschütteln und einmal eine kurze Trinkpause und dann brauchen wir die Matte. Mal auslockern und dann gehen wir runter auf den Boden. Und zwar kommst du an den Rand deiner Matte. Erstmal bleibst du hier stehen und rollst deinen Kopf nach unten ab, so dass du Wirbel für Wirbel wirklich tief kommst, deine Hände auf den Boden bringst. Du kannst auch gerne die Knie beugen und dann schiebst du deine Hände nach vorne, bis du hier in so einem herabschauenden Hund bist, in so einem Dreieck. Du kannst auch gerne deine Knie gebeugt lassen. Schieb dein Brustbein Richtung Oberschenkel und dann kommst du nach vorne mit dem Ausatmen, deine Schultern über deine Hände.
Nochmal einatmen, zurück. Und mit dem Ausatmen schiebst du dich nach vorne. Einatmen, zurück. Und aus, nach vorne. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, eine Hand zum gegenüberliegenden Unterschenkel nehmen. Komm wieder nach vorne, atme aus. Andere Hand zum Unterschenkel. Körpermitte spüren, nach vorne schieben. Und diagonal, nach vorne. Dein Tempo. Körpermitte, Ganzkörperkraft. Geht noch. Und dann bleibst du vorne. Setz deine Knie mal einen Moment ab. Schiebst dich nach hinten in Richtung Ferse. Lässt einmal kurz locker. Wir wollen natürlich möglichst viele Muskeln trainieren. Das heißt, wir bleiben in diesem langen Stütz. Nehmen die Ellbogen nach vorne unter die Schultern. Und jetzt versuchst du, deine Beine auszustrecken. Wenn das nicht geht, lässt du die Knie am Boden unten. Geht auch. Bauchnabel nach innen oben ziehen. Dich rausholen aus deinen Schultern. Und diese Position jetzt entweder halten oder du schiebst dich ganz leicht vor und zurück. Genau. Halte durch. Bauch, Rückenmuskulatur. Nochmal. Noch 4, 3, 2 und absetzen. Kurzen Moment nach hinten. Entspannen. Hochdrücken. Und du kommst gleich in den Seitstütz. Ich hoffe, dir ist auch warm. Auf deinen Ellbogen. Hab das Gefühl, du ziehst den Unterarm zu dir ran. Also gefühlt die Matte so ein bisschen zusammenschoppen hier neben dir. Unterschenkel zurück. Wieder in eine Linie deinen Oberkörper und deine Oberschenkel. Und dann drückst du gleich mal dein Becken hier nach oben. Hand hinter den Kopf. Bauch spannen und die einfachere Version wäre jetzt hier, Becken heben, wieder tief. Du kannst auch das Bein strecken oder in die Luft heben oder alternativ beide Beine strecken. Du möchtest. Mach nur weiter. Noch 5, noch 4, 3, 2 und lösen. Kurz entspannen, andere Seite, wähl wieder den Schwierigkeitsgrad, den du jetzt hattest natürlich, dass du gleichmäßig gekräftigt bist. Ellbogen unter die Schulter, Unterschenkel zurück, gefühlt den Unterarm zu dir herziehen. Bauch spannt, so oder lange Beine und los geht's. Immer in die Diagonale wieder zurück.
gehen noch die letzten. Und absetzen, auslockern, super. Einmal dich ausschütteln, aufsetzen, Oberschenkel fassen und dann kommst du in die Rückenlage. Einmal runter, lässt die Füße stehen. Natürlich wollen wir die Rückseite auch noch kräftigen, die Stützkraft. Heb dein Becken an. Versuch so zu oben zu sein, dass du deine Schulterblattspitzen noch auf dem Boden spürst. Dein Becken versucht möglichst ruhig zu bleiben. Nimm die Füße ein bisschen enger zusammen. Und jetzt versuche rechts zu strecken. Becken bleibt und links. Im Wechsel. Nach vorne und zurück. Dann spürst du bestimmt dein Gesäß, den hinteren Oberschenkel. Und jetzt mal nur mit der rechten Seite. 8 Stück. 8 tippen. 7, 6, 5, 4, 3. Wechseln. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Einmal noch. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und letzter Wechsel. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und Wirbel für Wirbel. Abrollen, Beine auslockern, Hände hinter den Kopf. Einmal die Ellbogen außen lassen, Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Jetzt hebst du deinen Kopf, atmest aus. Denk dran, dass die Bauchdecke flach bleibt. Und jetzt versuchst du, dein rechtes Bein zu strecken, linke Hand zum rechten Fuß. Komm wieder tief und wechsel. Hoch und ab. Ausatmen. Und dann bleibst du 3 oben, 3 kleine, 1, 2, 3 und ab, 1, 2, 3 ab. Diagonal, also Rippenbögen und Beckenknochen zueinander. Hast du noch Kraft, dann würden wir nämlich noch mal alles von vorne machen. Also die ganze Reihe, die wir jetzt gemacht haben, noch mal von vorne. Letztes Mal nämlich. Und kurz mal entspannen, lösen. Kurz in den Bauch atmen. Einen kurzen Moment entspannen. Auf die Seite. Und wir kommen an den Rand der Matte. Lass dir jetzt Zeit. Komm einmal zurück. Komm hoch und an den Rand der Matte. So, dass du alles noch einmal von vorne machen kannst. Noch fit. Ich hoffe, du spürst schon, dass wir keinen Muskel auslassen. Alle Muskeln trainieren. Sehr gut. Also, roll nochmal tief. Hände nach unten. Schieb dich nach vorne.
Herabschauender Hund, Fersen Richtung Boden, Bauch, Nabel sanft nach innen ziehen, ausatmen, nach vorne und wieder zurück. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, aus und Hand zum diagonalen Unterschenkel und wechseln. Einmal vor und wechseln. Schau mal, dass du nicht durchhängst, sondern wirklich die Kraft in der Mitte spürst, wenn du nach vorne kommst. Noch fünf. Vier. Drei, zwei, und ein letztes Mal. Nach vorne kommen, Knie absetzen. Kurzen Moment zurück, Handgelenke entspannen. Als nächste Übung machen wir auf den Ellbogen. Also Daumen zur Decke. Raus aus den Schultern. Wenn du möchtest, streckst du beide Beine oder du lässt deine Knie auf den Boden und versuchst jetzt Po anspannen, ein bisschen vor und zurück wippen. Geht auch so. Also nachher kannst du echt stolz auf dich sein. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und entspannen. Sehr gut. Gleich mal hoch. Seite, Seitstütz. Beliebter Seitstütz, aber so wichtig, weil wir die seitliche Rumpfmuskulatur brauchen. Und du wählst wieder deinen Schwierigkeitsgrad. Bleibst so, streckst das Bein oder streckst beide Beine. Drück dich hoch, Unterarm zu dir ranziehen und los geht's. Atmen. Fünf, vier, drei, zwei, einen, lösen, entspannen. Andere Seite. Ich hoffe, du merkst auch zwei Seiten. Also die ist immer bei mir leichter, wie die, die jetzt kommt. Die linke Seite bei mir. Unterschenkel zurück, Becken nach vorne, Unterarm ran und los geht's. Noch fünf, fünf, vier, drei, drei und lösen. Definitiv die schwerere Seite. Rückenlage, Oberschenkel fassen, abrollen. Einmal runterkommen. Arme wieder locker mit den Handflächen zur Decke. Becken anheben
ein bisschen enger die Füße, ganz stabil bleiben im Becken und wir beginnen erst wieder rechts und links die Ferse nach vorne zu schieben, unteren Rücken spüren, Füße als Kraft. Achtmal mit rechts. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Wechseln. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und nochmal wechseln. Acht, sieben, und letzter Wechsel. Acht, es brennt schon. Fuß aufstellen, abrollen, Hände stützen den Kopf, ausatmen, Kopf anheben, Bauchnabel sanft nach innen ziehen und erstmal im Wechsel Bein heben und Richtung Fußspitze ziehen. Was wir hier machen, ist Kraftausdauertraining, also viele Wiederholungen. Je mehr Wiederholungen natürlich, umso mehr wird es ein Ausdauertraining, umso mehr verbrennen wir auch Energie. Und das Wichtige ist, wir verbrennen ja auch nach, weil wir große Muskelgruppen trainiert haben. Also nicht nur die Kalorien auch während dem Training, sondern auch 2-3 Stunden danach und dann auf die Dauer im Alltag, wenn wir mehr Muskelzellen haben, umso mehr Kraftwerke in unserem Körper, die Energie brauchen. Jetzt bleib oben. 3, 2, 1 und ab. 3, 2 und ab. Nochmal hoch. Schrägen Bauchmuskeln, merkst du was? Noch 4 Stück, die 3. Wirklich zur Fußspitze ziehen. 3 noch. 2 noch. Letztes Mal. Und jetzt bleibst du auf einer Seite. Bleibst nochmal hier. Ganz kleine. Ziehen. 8, 7, 6, 5, 4. Höher. 3, 2. Und wechseln. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und geschafft. Langsam runter. Mach dich mal ganz lang. Mach ein riesiges X. Atme in den Bauch. Fleißig. Lass die Bauchdecke sich heben und senken. Stell die Füße nacheinander auf. Lass dein rechtes mal kreuzen über links. Hol dein linkes Bein rauf. Ruhig mit den Händen den Oberschenkel fassen. Und drück das Knie nach außen. Mit jedem Ausatmen ziehst du dein Knie so ein Stück näher her zu dir.
Dann lass das rechte Bein aufstellen, dann links herziehen, Richtung Decke schieben, jetzt Oberschenkel oder Unterschenkel fassen und das Bein in die Hände drücken, dagegen schieben, Spannung aufbauen, so fest wie es geht. Hinten die Spannung spüren. Jetzt einatmen, lösen und mit dem Ausatmen so ein Stück näher ziehen. Dann merkst du, wie du vielleicht ein bisschen weiter noch kommst. Und dann gibst du nochmal Spannung in die Hände. Schultergürtel ist locker. Kannst auch da fassen. Ganz egal. Druck, Druck. Einatmen, lösen und ausatmen so ein Stück näher noch. Lass den Unterschenkel fallen, kreuze und zieh rechts ran. Linkes Knie nach außen weg. Den Po spüren, die Po-Dehnung. Morgen gibt es übrigens Bauchintensiv. Werden wir in unseren Bauch rangehen. Dann stell dein linkes Bein auf, das rechte Richtung Decke, Ober- oder Unterschenkel fassen und in die Hände hineindrücken. Fest dagegen schieben, Nacken ist entspannt. Einatmen, lösen, ausatmen, Stück näher herziehen. Und noch einmal Spannung aufbauen, Druck, Druck, Druck. Einatmen, lösen und ausatmen in die letzte Position, so weit wie möglich. Und fallen lassen. Fußsohlen aneinander, lass deine Knie nach außen kippen, dehn die Innenseiten noch ein bisschen. Kannst auch kurz deine Augen schließen, völlig entspannt liegen bleiben. Dann deine Knie langsam wieder zusammen. Kommst über die Seite, einmal eins weiter, nach oben, zum Sitzen. Dreh mich nur mal gerade zu dir. Komm in den Vierfüßlerstand und jetzt einmal den Bauch, den Rücken in alle Richtungen durchbewegen. Wie eine Katze, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Dann holst du ein Bein, am besten das zu mir näher ist, nach vorne. Das andere Bein streckst du richtig weit nach hinten. Hol dir die Ferse unterhalb deines Knies hier nach vorne. Und dein Becken schiebt, sodass du die Dehnung im Hüftbeuger vorn spürst. Zieh dich raus aus deinen Schultern. Jetzt hol den Fuß ein kleines bisschen nach innen auf die Außenkante und dreh dich zum Knie, sodass du den Oberkörper auch drehen kannst. Dich richtig aufmachst im Brustbein, Hüftgelenk öffnen. Dann wieder zurückkommen. Und dein Gewicht nach hinten nehmen, sodass du deine vordere Fußspitze anziehen kannst. Wichtig ist, dass du hier hinter der Kniescheibe bist und spür die Dehnung nochmal in der rückseitigen Muskulatur. Komm nach vorne,
Setz dein Bein zurück und wechsel gleich die Seite. Anderes Bein, weit nach vorne. Hüfte schiebt nach vorne, ist eigentlich ganz angenehm, oder? Dehnung da vorne, Hüftbeuge. Dich hier raus aus den Schultern ziehen. Dann hol deinen Fuß ein kleines bisschen weiter nach innen und drück mit dem Ellbogen, mit der Hand dein Knie nach außen. Dreh dich weit auf. Komm wieder zurück. Komm nach hinten, Fußspitze anziehen, Knie strecken und dein Brustbein Richtung Oberschenkel wandern lassen. Gibt auch immer kein gut oder schlecht. Probier aus, wie es für dich okay ist. Einfach so weit gehen, wie es für dich geht. Und wieder zurück, Bein mitnehmen, auf die Füße. Und jetzt streck deine Beine mal so weit, wie du kannst. Lass die Hände unten, wenn die Knie gebeugt sind, ist es auch richtig. Nur die Hände sollten jetzt auf dem Boden sein, dein Kopf völlig entspannt. Und dann beug und streck dein rechtes, linkes Knie, sodass du treten kannst am Boden. Beug nochmal beide, stütz dich auf und roll dich Wirbel für Wirbel. Lass dir Zeit, langsam zum Stehen. Fleißig. Locker aus, wenn du oben bist. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Fass mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk kreuz rechts und zieh dich ganz weit nach links, so richtig rüberziehen. Die ganze Playlist findest du übrigens auf meinem YouTube-Kanal, die Playlist mit dieser Home Fitness Challenge für Fortgeschrittene. Lösen. Andere Seite. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das kostenfrei, dann bekommst du immer Info, wenn ich wieder ein neues Video draufgeladen habe. Wenn du die graue Glocke drückst und auf alle gehst, also abonnieren und dann graue Glocke und alle drücken. Löse nochmal. Fass die Hände hinten, heb dein Brustbein. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Vielen Dank an die, die es bereits tun. Den Link findest du unter dem Video beim Deine Unterstützung heißt der oder Steady. Könntest du mich mit so einem Cappuccino monatlich 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro unterstützen. Vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn du so mitmachst, aber ich freue mich natürlich, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Lass locker, Arme locker. Ich hoffe, dir geht's gut. Atme ein, streck deine Arme nochmal aus, atme aus, lass dich locker fallen. Atme ein, atme aus. Noch einmal ein und dann öffne deine Arme, zieh die Ellbogen zurück. Kannst wirklich stolz sein, hör stolz und aufrecht mit diesem Workout auf. Atme ein und atme aus. Entspanne dich. Super, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr, sehr schön. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt, wie es dir so geht, jetzt so geht oder morgen so geht. Morgen sehen wir uns ja mit einem Bauchintensiv. Also den haben wir ja heute nicht ganz so angestrengt. Da haben wir morgen bestimmt noch Energie. Bauch, tiefe Bauchmuskeln, oberflächliche, einfach rund um unsere noch schmälere Teile. Also ich hoffe, du bist dabei. Lade natürlich Freunde ein.
Wenn die Lust haben, sich mitzubewegen, dann freue ich mich riesig. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner. Oder ganz einfach, bis zum nächsten gemeinsamen Workout. Bis dann!